Wie geht's Ihnen momentan? Eigentlich sehr gut. Das Jahr ist wesentlich besser. Also man muss sagen, also, ja, früher haben sich die Firmen einfach nicht getraut, oder ja, in gute Häuser zum Essen zu gehen, weil sie vielleicht sonst die Mitarbeiter haben lassen müssen. Heute ist es alles wieder durch den Aufschwung sehr, sehr locker geworden und deswegen haben wir hier ein ganz tolles Geschäft. Also wesentlich besser als die letzten 2 Jahre. Also Sie schauen auch sehr optimistisch nach vorne. Das habe ich immer gemacht, sonst wäre ich gar nicht nach Aschau gekommen. Sie haben gerade schon erwähnt, dass Sie besseres Geschäft haben als noch zu dem Ziel, womit sowas zusammenhängt. Ja gut, ich meine, so ganz kann man das nicht sagen, also weil, wo wir den Schein verloren haben, kam genauso auch die Wirtschaftskrise. Aber ich will damit nur sagen, dass die Mitarbeiter, das heißt, dass das Klientel in Deutschland sehr bewusst geworden ist und weiß, wo geht man hin und wo fühle ich mich wohl und wo kriege ich das Essen, was mir schmeckt und so weiter. Und natürlich, 3 Sterne sind immer ganz, ganz wichtig, aber man darf nicht vergessen, das ist auch eine bestimmte Verpflichtung. Man muss diesen Erwartungen, was 3 Sterne vorgeben, auch gerecht werden. Ja, absolut. Und wenn die jungen Leute zu jung sind, dann wissen sie gar nicht, was das heißt. Sie müssen, denn einfach jede Auszeichnung ist eine neue Verpflichtung. Und wenn sie denen nicht gerecht werden, dann bleiben die Gäste weg. Wollen Sie nochmal angreifen auf den 3. Ja, immer. Sehr gut. Ja, jedes Jahr Vollgas. Das ist einfach, ja, ich meine, ich habe viel gesehen und viel erlebt und wir kennen die Kollegen und so weiter und unsere Gäste, die uns immer wieder berichten. Und ich denke, es steht einfach mehr dahinter, 3 Sterne zu haben. Nicht nur eine momentane In-Geschichte der Gastronomie, molekulare, bla bla, mitzumachen. Das hat nicht, für mich nichts mit 3 Sternen zu tun. Das schwingt jetzt auch so ein bisschen Kritik vielleicht an den modernistischen Küchen mit. Wo sehen Sie denn die Probleme von sehr, sehr trendverhafteten Küchen? Trends sind immer temporär. Genau, kurzfristig. Und an jedem Trend muss man schauen, was ist da wirklich dran. Aber wenn man als erfahrener Chef... 20 Jahre Residenz übrigens, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön und auch 13 Jahre im Tandris mit 3 Sternen. Wenn man als erfahrener Chef, damit sehen Sie, wie lange ich dabei bin, über 30 Jahre, sieht, dass das kann ich eigentlich nicht so gehen. Ich habe die ganzen Sprossen probiert und hin und her und gesagt, nee, das schmeckt nicht, vergiss es. Ja? Also man lässt sich nicht einfach so aufs Eis führen und sagen, ah, ich muss ja dabei sein. Nein, ich muss nicht dabei sein. Ich muss nur für meine Gäste gut kochen. Das ist wichtig. Absolut. Stichwort Tradition und Historie. Wir waren neulich bei Herrn Wohlfahrt essen und er zählt die Sterne von Schülern, die bei ihm gearbeitet haben und inzwischen eben auch Michelin-Sterne gesammelt haben und ist bei 55 oder so gelandet. Haben Sie das auch schon mal gemacht? Da dürften ja auch ein paar dabei sein. Also ich denke, ich habe mindestens so viel. Von Heinz Beck in Rom mit 3 Sterne bis zum Christian Jürgens und Willa Czoja und. Das heißt einfach, dass diese Mitarbeiter das Realistische gelernt haben, und zwar das Realistische zwischen Arbeit und Verdienen. Nicht, dass ich einen Sponsor brauche, sondern dass ich auch so arbeiten kann, dass man damit ein Geld verdienen kann. Wenn die französische Gastronomie vom Heberlen bis zu Trois Gros oder auch in Spanien, also irgendwo, arbeiten die alle, damit sie auch ein Geld verdienen. Man muss dieses Metier, diesen Beruf auch als, ja, also sozusagen als Unterhalt im Leben sehen und nicht nur, damit ich in Zeitung komme oder im Fernsehen. Das ist mein Beruf und damit lebe ich. Also nachhaltiger denken. Und das Wichtige, ja sowieso, schauen Sie, das Wichtigste ist für den Gast da sein. Der Gast sind und die Gäste sind unsere Sterne. Sehen Sie, wir haben ein Beispiel. Wenn Sie keine Sterne haben, wenn die Gäste nicht kommen, dann macht das Sternenlokal zu mit 3. Mit 3 Sternen. Natürlich schüttelt man das jetzt ein bisschen. Oh, er möchte da und da. Wenn er von Haus gehabt hätte, hätte er das nicht gemacht. Ja? Also man muss uns alten Hasen nicht unbedingt so als Ding verkaufen. Das ist nicht richtig. Sagen Sie, wo waren Sie zuletzt essen, was Sie extrem begeistert hat? Sagen wir, die letzten 12 Monate, wo es besonders außergewöhnlich war.
Also jetzt vor 12 Monaten war ich nicht beim Essen in dem Sinn, weil ich festgestellt habe, man geht essen, gibt viel Geld aus, aber es ist nichts, was einen irgendwo groß begeistert. Dann kochen Sie dann schon lieber selber. Und dann weiß man, in Wirklichkeit liegt immer alles nur an einem selber. Immer. Man kann nicht das nachmachen, was andere machen, weil das ist man dann nicht persönlich selber. Kopien sind kein Original. Man muss immer sich eine eigene Geschichte ausdenken, man muss selber das tun, was man für richtig hält und nur das kann man auch tun. Vielen Dank für diese offenen Worte. Wir sind jetzt voller Vorfreude auf heute Abend und Ihnen weiterhin so viel Erfolg wie bisher. Vielen Dank. Danke.